Ja, wenn ich dir sag, das strahlt ab. Und steckt. Er lässt sich nicht mehr abdrehen. Sie lassen sich nicht mehr abschalten. Ja, immer stärker. Also bitte, ja, pass auf. Ja, Bussi. Ja, sag ich doch. Er strahlt ab. Jedes Mal dasselbe, wenn man ja um zwei in der Früh kochen muss. Na, abbrennt sind wir wenigstens noch nicht. Was ist denn das? Na, Geist, wo ist sie denn? Mutti! Ja, Wolfgang, was werden wir da tun? Ich hab mich nicht mehr getraut, hinzugehen. Ja, ja, werden wir schon schauen, gell? Servus. Du, darf man das da kurz ausmachen? Du kannst ja nicht so laut Radio hören mitten in der Nacht. Sag einmal, was wunderst du denn, wenn nicht Adrat ist? Musst halt da auf Null drehen. Ja, hab ich ja. Na ja, hab ich. Aber es hat nicht aufgehört. Schau, jetzt habe ich dir das schon 100-mal erklärt und jetzt erkläre ich das noch einmal zum 127. Mal. Du drehst da auf Null und dann geht das da aus. Das braucht halt ein bisschen. Mein Gott, das war immer so. Seit 50 Jahren kommst du damit zurecht und auf einmal stößt es so an. Wenn ich zurückdrehe, wird's nur noch schlimmer. Wieso denn, Mutti? Das braucht seine Zeit. Stell dich bitte nicht so an. Jetzt muss man sich schon wirklich Sorgen machen um dich. Ich weiß nicht. Auf einmal spinnt er. Aber geh, was kommt denn daher dafür, wenn du nicht abdrehst? Das wird nicht von einer Sekunde auf die andere kalt. Jetzt warten wir kurz und wirst sehen, dann geht's schon aus. Mann, Gott, wenn du nicht wieder auftrauen, davon wird's nicht besser. So. Versteh. Na, siehst du's. Funktioniert ja eh. Warum tust du denn jetzt kochen? Was? Warum du jetzt so feierlich aufkochst und den Tisch aus der Art deckst? Naja, die Linzer haben gesagt, sie kommen heute noch. Jetzt hör aber auf, Herrst. Wenn du 85 bist, dann müssten die Linzer 120 sein. Ich glaub nicht, dass die da bei der Tür hereinkommen werden. Bist du jetzt schon ganz daneben, Herrst? Tu dich nicht blöd stellen. Reiß dich einmal zusammen. Hast recht. Entschuldige. Willst du was essen? Na, danke. Jetzt wirklich nicht. Jetzt haben wir ihn gerade erst gekriegt und jetzt ist er schon hin. Kannst du dich erinnern, wie die Isolde mit dem Herd getanzt hat? Da haben sie ihn draufgebracht und sie hat gleich gesagt, dass der Herd so lieb schaut. Und dann hat sie ihn bei der Hand gepackt und mit ihm getanzt. Da war ich noch nicht auf der Welt. Naja, wenn die Linzer heute wirklich nicht mehr kommen, dann packe ich das halt ein. Ist ja schade drum. Ja, kannst mir glauben, die Linzer kommen heute nicht mehr und morgen auch nicht. Du wirst halt alles selber essen. Sind eh schon kalt. Mutti, ich muss morgen früh aufstehen. Kann ich dich jetzt alleine lassen? Ja, freilich. Und jetzt gehst du brav schlafen, gell? Heute ja. Kommt keiner mehr. Brauchst nicht mehr kochen. Schlaf gut. Ja.
wir sind's. Mach auf da. Ja, jetzt kommt's ja doch. Ja, sieh, da kommen wir. Was soll denn das? Ach Jesus, jetzt habe ich das Essen schon fast wieder weggeschmissen. Was kommt's denn noch so spät? Jetzt kann ich nur hoffen, dass der Herd funktioniert. Ja, viel können wir ja sowieso nicht essen. Wir müssen schauen, dass wir weiterkommen. Der 15. Weltkrieg fängt bald an. Was? Wieso der 5.? Der Otto bezeichnet den Kalten als den 3. Und den Terrorismus als den 4. Der Herd spinnt. Da geht ja eh was wüsste. Der ist hin. Da werden wir einen neuen brauchen. Das funktioniert nur, wenn ein anderer dabei ist. Aber der muss wieder daher. Wenn du mit deinem Weltkrieg, 5. Weltkrieg hörst, sowas. Und warum können wir dann da so sitzen, wenn schon wieder ein Krieg ist? Weil das jetzt alles diffuse ist. Das ist jetzt alles komplizierter. Aber ich glaube eher, du bist da zu kompliziert. Der Otto meint ja nur, dass die Fronten jetzt verwischen. Spesso mi cucina, ma spesso, 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 spes